Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen mal wieder bei Grenzenlos Leben. Heute zum Thema Grenzenlos Leben ohne sichere E-Mail unmöglich. Doch bevor wir ins Thema einsteigen, bitte hinterlass hier durch den Klick auf das Glöckchen ein Abonnement, damit Grenzenlos Leben noch bekannter wird, und abonniere auch den Newsletter, damit wir in Verbindung bleiben, denn Zensur ist allgegenwärtig. Gestern wurde hier auch mal wieder ein Video für 12 Stunden gesperrt, was völlig legal ist und gegen keine Richtlinien verstieß oder verstößt. Aber so ist es halt in diesen Zeiten. Und deswegen, alle Videos findest du auch immer auf lby.tv und Odyssee, den sicheren Kanälen. Mehr Informationen auch hier drunter. Lass uns ins Thema einsteigen. Grenzenlos Leben ohne sichere E-Mail unmöglich. Was heißt das? E-Mail gehört heute zum Leben dazu. Du kannst im Kern nur schwer oder gar nicht ohne E-Mail leben. Aber alle benutzen E-Mail ohne jegliches Nachdenken, oder 99% der Menschen nutzen E-Mail, ohne weiter darüber nachzudenken. Sie haben ihren Gmail-Account, sie sind bei web.de, GMX oder welchem Provider auch immer. Auch wenn du bei irgendeinem Internetanbieter bist, 1&1 oder was auch immer, denkst du, dann bist du vielleicht ein bisschen besser. Nein, bist du nicht. Alle diese Provider arbeiten ohne Wenn und ohne Aber mit dem Staat zusammen. Ja, tun die. Braucht nur einer hinkommen, sagen so, gib mir mal alles von dem oder von der und weg sind deine Informationen. Also insofern ist es schon mal gar keine gute Idee, vertrauliche Dinge oder persönliche Dinge über solche E-Mails-Accounts abzuwickeln. Noch viel schlimmer ist aber, dass an den Knotenpunkten des Internets der Staat, Geheimdienste, alle möglichen Agenturen E-Mails lückenlos mitlesen können. Das hat Edward Snowden offenbart, das ist auch durch andere Kanäle schon lange offenbar. Es gibt keine sichere E-Mail von diesen Providern. Die arbeiten mit dem Staat zusammen und der E-Mail-Verkehr, der übers offene Internet läuft, ist offen, das heißt, jeder kann mitlesen. Was ist die Lösung? Die Lösung heißt Verschlüsselung. Du kannst im Jahr 2021, in diesem wirklich dystopischen Jahr, wo Dinge passieren, die kein Mensch jemals zuvor für möglich gehalten hätte, du kannst in diesem Jahr nicht mehr mit unverschlüsselter E-Mail arbeiten, wenn du sicher leben möchtest. Deswegen brauchst auch du verschlüsselte E-Mail. Meine Empfehlung dafür ist ProtonMail. ProtonMail.com verlinke ich auch hier drunter. Wenn du grenzenlos Leben schreibst, wenn du mir schreibst, egal auf welcher E-Mail-Adresse, landet das immer bei ProtonMail. Es gibt keinen Mail-Account von mir, wo ich ernsthafte Kommunikation drüber führe, der nicht bei ProtonMail ist. Und diese Mail-Accounts liegen alle auf Servern in der Schweiz. Es gibt auch andere verschlüsselte Mail-Angebote, aber die liegen weit überwiegend in den USA. Und das ist nicht sicher, das muss man auch wissen. Ich bin Amerikaner, ich lebe hier, aber ich kenne auch die Grenzen des Systems. Und vor dem Hintergrund musst du wissen, dass in Amerika jederzeit das FBI oder andere Behörden mit einem sogenannten NSL, das ist ein National Security Letter, bei jedem Anbieter auftauchen kann und sagen kann, gib mal alles her. Jetzt kannst du sagen, ja, aber wenn das verschlüsselt ist in Amerika, dann haben die ja nicht den Schlüssel. Diese Provider müssen auch alle die Verschlüsselung offenlegen. Das wurde seinerzeit beim Thema BlackBerry bekannt, wo ich einer der ersten auf der ganzen Welt war, die gewarnt haben, dass BlackBerry unsicher und kompromittiert ist. Hat mir kein Mensch geglaubt. Später hat es Edward Snowden bestätigt. Also, es gibt keine sichere Verschlüsselung in den USA. Punkt. Und deswegen ist ProtonMail derzeit das aus meiner Sicht sinnvollste Angebot. Alle, die wirklich Whistleblower betreuen, alle, die auf hohem Level der Sicherheit arbeiten, wie das Projekt Veritas hier in den USA, arbeiten mit ProtonMail. Auf protonmail.com kannst du dir einen kostenlosen Account registrieren. Es geht schnell, das kostet nichts und dann hast du eine Mailadresse manfred.meyer@protonmail.com zum Beispiel. Und bitte, 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 wenn du es dir leisten kannst, denk bitte darüber nach, einen bezahlten Account zu nehmen. Bitte tu das.
Denn das Internet ist nicht umsonst und Sicherheit ist auch nicht umsonst. Natürlich kannst du einen kostenlosen Account nutzen, aber bitte denk drüber nach, wenn du das Geld aufbringen kannst, einen bezahlten Account zu nehmen. Denn solche Angebote sind so wichtig in diesen Zeiten und deswegen würdest du auch helfen, wenn du das tust. Wie funktioniert jetzt ProtonMail? ProtonMail funktioniert ganz einfach. ProtonMail ist ein verschlüsseltes Postfach, wo niemand, wirklich niemand reinschauen kann. Was du wissen musst, nutze ProtonMail bitte immer mit der sogenannten Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, du hast ein Passwort und einen zweiten Schlüssel auf deinem Smartphone beispielsweise. Das ist dort gut erklärt, wie du das einrichten kannst. Wenn ihr das erklärt haben wollt, schreibt mir bitte dazu eine Mail. Dann mache ich darüber auch einmal ein Video. Also, ProtonMail immer, und genauso gilt das für alle anderen Konten wie Amazon und, wenn du überhaupt Amazon noch nutzt, was man nicht tun sollte, immer mit Zwei-Faktor-Authentifizierung benutzen. Und jetzt hast du einen Account. Und da schreibst du ganz normal an Meier, Müller, Schulze weiterhin deine E-Mails. Jetzt ist aber Folgendes. Nur dein Account ist verschlüsselt. Nur deine Inhalte sind verschlüsselt. Wenn du jetzt mit wem auch immer sicher kommunizieren möchtest, dann gibt es einen Weg, mit dem du mit dem anderen ein Passwort vereinbaren kannst, zum Beispiel deiner Mutter, deinem Vater, und die erhalten dann deine Mail und müssen erst das Passwort eingeben, was nur sie kennen, um deine Mail lesen zu können. In dem Augenblick wird deine Mail auch verschlüsselt übers Internet transportiert und niemand, wirklich niemand kann sie mitlesen. Das ist dann nur noch Datenmüll für die, die es durchschnüffeln. Wenn du das nicht tust, ist es nur in deinem Account bei ProtonMail verschlüsselt, aber über das Internet reißt deine Mail Klartext und klar erkennbar. Jetzt sagst du vielleicht, ja, was soll das? Das soll schlicht und einfach dieses Durchschnüffeln unmöglich und schwer machen. Und noch besser machst du es, wenn du deine Freunde, deine Familie, deine Bekannten, deine Kinder dazu ermutigst, alle bitte auf ProtonMail gehen. Denn wenn du von ProtonMail zu ProtonMail schreibst, ist die Verschlüsselung immer angeschaltet, dann gibt es keine offene Kommunikation mehr. Und natürlich kannst du auch mit anderen Mailempfängern, die ein Verschlüsselungsprotokoll, das nennt man PGP, also PGP, benutzen, einen Schlüssel austauschen und damit sicher mit ProtonMail kommunizieren. Das unterstützen zum Beispiel Banken und Finanzinstitutionen in den USA schon, dass du dir, oder auch viele Kryptoanbieter, dass du dir einen Schlüssel generierst und den Schlüssel dorthin, deinen öffentlichen Schlüssel dort hinterlegst und dann kannst du auch mit denen komplett verschlüsselt kommunizieren. Denk bitte über sichere E-Mail nach. Denk bitte im Jahr 2021 über deine Privatheit nach und denk bitte drüber nach, den Schnüfflern, dem Staat und all denjenigen, die deine Freiheit bedrohen, Paroli zu bieten. Also, denk drüber nach und mach was draus. Dein Klaus.